Das erste hohe Kommunalamt in den Händen der AfD am Wochenende könnte in Sachsen-Anhalt eines folgen. Womöglich aber erst der Anfang, denn auch in bundesweiten Umfragen kommt die AfD auf hohe Werte. Und so geht eben die Diskussion weiter. Wer trägt denn Schuld am Erstarken der AfD? Die übrigen demokratischen Parteien betonen die Abgrenzung zur AfD. Friedrich Merz macht zudem die Grünen jetzt als Hauptgegner aus. Der Blick der Parteien, so scheint es, geht erst einmal nach außen, nicht nach innen. Der Wahlsieg von AfD-Politiker Robert Sesselmann sollte ein Warnsignal für die Demokratie sein. Doch statt parteipolitische Interessen hinten anzustellen, machen die Spitzenpolitiker in Deutschland genau mit dem weiter, was zu dem AfD-Allzeithoch geführt hat. Sie streiten und hetzen gegeneinander. So ist für CDU-Fraktionschef Friedrich Merz klar, wer der Schuldige ist. Die Grünen sind dafür verantwortlich, dass diese Polarisierung um die Energiepolitik, um die Umweltpolitik in dieser Weise entstanden ist. Deswegen werden für uns auf absehbare Zeit auch die Grünen die Hauptgegner sein. Die politische Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Emily Bühning, fasst diesen Angriff irritiert auf. Wir rufen nicht einen Tag, nachdem die AfD eine Landratswahl gewonnen hat, andere demokratische Parteien zu Hauptgegnern aus, mit denen wir in mehreren Bundesländern koalieren. Stattdessen wolle man sich auf die Probleme der Menschen in diesem Land konzentrieren und über die Frage, wie man diese lösen kann. Während sich also CDU und Grüne weiter streiten, steigt die Wählerzahl der AfD weiter an. Bevor Robert Sesselmann aber sein Amt als Landrat in Sonneberg antreten kann, wird er auf seine Verfassungstreue überprüft. Landräte müssen sich in Deutschland nämlich laut Gesetz an die demokratische Grundordnung halten. Die Überprüfung wurde von Thüringens Innenstaatssekretärin Katharina Schenk von Amts wegen eingeleitet. Hier ist nun offensichtlich, dass angesichts der Parteizugehörigkeit, angesichts der Definitionslage durch den Verfassungsschutz erhebliche Bedenken vorliegen. Insofern scheint mir diese Überprüfung angemessen zu sein. Unabhängig von dieser Entscheidung wird Sonneberg wohl kein Einzelfall bleiben, wenn die anderen Parteien nicht alle einen Schritt aufeinander zugehen. Die ersten Schritte nach der Landratswahl gingen in die falsche Richtung. Wir schauen vors Kanzleramt, von dort aus zugeschaltet Achim Unser. Achim, in einigen Landesparlamenten regiert die Union gemeinsam mit den Grünen. Was also, fragt man sich, meint Friedrich Merz, wenn er jetzt sagt, der Hauptgegner sei jetzt, das sind die Grünen? Naja, die Grünen können sich eigentlich erstmal geschmeichelt fühlen, weil eigentlich die letzten Jahrzehnte war der Hauptgegner der Union immer die SPD. Und dass man jetzt sozusagen die SPD gar nicht mehr so ernst nimmt und stattdessen die Grünen als Hauptgegner sieht, könnte man auch als Lob nehmen. Aber wir haben es ja im Beitrag schon gehört. Emily Bühning von den Grünen, die hat das ein bisschen befremdlich gefunden, dass er eben sie als Gegner da angegriffen hat, beziehungsweise sie als Gegner tituliert hat. Wir müssen uns mal überlegen, was steht uns eigentlich alles jetzt bevor, nämlich die Sommerpause, die politische Sommerpause. Da passiert erstmal so nicht viel, also es wird nicht mehr regiert, es werden keine Gesetze verabschiedet, groß. Und da hatte man eigentlich bei der Union gehofft, dass man möglicherweise, dass die Ampel sich bei dem Heizungsstreit nicht einigt und man das Thema dann auch eben durch den Sommer ziehen kann. Jetzt ist es eben so, gestern kam ja die Meldung, man hat sich geeinigt, die Union kann da jetzt sachlich auch gar nicht mehr so viel kritisieren, weil deren eigener Entwurf, den sie ja auch eingebracht haben, der sagt eigentlich auch nicht viel anderes als das, was jetzt da rausgekommen ist. Und da sucht man sich jetzt natürlich auch bei der Union schnell ein anderes Thema, dass man dann irgendwie noch, sag ich mal, ein bisschen durch den Sommer ziehen kann. Und das ist eben, dass die Grünen mit Schuld sind am Hochkommen der AfD. Hintergrund, die Ampel wirft das Gleiche der Union vor, vor allem eben auf Friedrich Merz, der ja 2018, glaube ich, war es, als sich schon mal für den Vorsitz der Union beworben hat, gesagt hat, mit mir wird die AfD halbiert. Das wird ihm jetzt auch so ein bisschen aufs Brot geschmiert. Und er sagt eben, nee, das sind nicht wir, da kann ich gar nichts machen als Oppositionschef, weil die Ampel regiert da so schlecht und vor allem die Grünen, sie polarisieren eben mit ihrer Klimapolitik. Schauen wir noch mal nach Thüringen, Achim. Die Regierung dort will jetzt die Verfassungstreue des AfD-Wahlsiegers überprüfen lassen. Spielt das nicht möglicherweise der AfD weiter in die Hände? Also ich denke mal, sie wird es zumindest instrumentalisieren, wenn es tatsächlich so käme, dass Sesselmann dann tatsächlich nicht als Landrat agieren kann, dann wird natürlich die AfD sagen, sie sei jetzt hier wieder sozusagen Opfer
und nicht Täter. Und es ist eben so, dass vermutlich die Innenstaatssekretärin im Thüringischen Land, in der thüringischen Regierung, Groß gar nicht anders kann, weil eben der Verfassungsschutz von Thüringen, der Landesverfassungsschutz, eben die AfD dort als rechtsextremistisch eingestuft hat und deswegen möglicherweise sozusagen diese Prüfung auch Pflicht ist. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kann einer dann am Ende nicht Landrat werden, wenn er auf der anderen Seite aber auch als Landtagsabgeordneter agiert. Und da ist es eben so, dass dies tatsächlich eben auch ein Verwaltungsamt ist, Landrat. Landräte müssen eigentlich nur das tun, was sozusagen das Land vorgibt. Politisch agieren können sie gar nicht so viel. Aber da hat ja die AfD eigentlich schon durchblicken lassen, dass möglicherweise Robert Sesselmann dann irgendwelche Anweisungen, die er dann aus Thüringen, aus Erfurt bekommt, dass er die möglicherweise dann nicht umsetzt, möglicherweise an der einen oder anderen Stelle da so ein bisschen Opposition macht, um eben dann auch für Schlagzeilen zu sorgen. Und deswegen ist es tatsächlich vielleicht auch angebracht, jetzt erst einmal zu prüfen, ob er tatsächlich als Landrat da taugt aufgrund dieses Prüfberichtes. Und dann müssen wir eben einfach dann sehen, wie dieser Bericht ausgeht. Aber wenn er so ausgeht, dass Sesselmann nicht Landrat wird, dann wird die AfD das tatsächlich für sich dann auch verwenden für ihre politischen Ziele. Achim, danke fürs Kanzleramt.